Herzlich willkommen zur heutigen Folge hier auf der Welt. Wir sind alles ganz frei. Ja, wir machen heute weiter mit Mais. Wir haben begonnen, Feld 3. Wahrscheinlich später noch auf Feld Nr. 19. Hier müssen wir jetzt überlegen, ob wir einen Kurs mehr anfangen können, aber Kurs mehr heißt aber auch, wir haben mehr Arbeit mit Verteilung. So, ne? Vor allem, weil die unsere Farben gewöhnen. Ne? Würde jetzt bald gehen. Aber wir brauchen noch ein bisschen Arbeit mit der Aussaat. Könnte man ganz kurz vorbereiten. Und zwar, die Grasfelder wollten wir ein bisschen warten. Und zwar, ich könnte Gras aussehen auf der 2 und auf der 5. Das werden wir gleich tun. Unser Fahrer mal so kurz entlassen. Weil das oben in den Ballon nicht kommt. Können wir 215 aus und da kommt ja eine Raps Mais auf im Frühjahr. Das wäre nicht so günstig, der wäre ein bisschen schwach. Das sagt sich so einfach, nimmt mal einen Traktor, ne? Die wollen dann noch düngen. Haben wir alle ganze Fahrzeuge? Das sind die alle vom Mäh weg, ne? Ja, hier vorne kann ich mal nehmen. Hätten wir die Tiere auch noch nichts. So. Jetzt ist die Tiere zu weit. Dann nehmen wir mal die Mähmaschine. Kann ja nebenbei einer machen, ne? Das ist ein Urm auf Gras. Und drei. Voll. Appel. Ja, wir machen das schon. Appel und Fallen. Können wir immer machen. Kleine Wiese machen, ne? So. Ja. Zwei. Vorher haben wir noch zwei. In der Mitte waren wir noch vier. Ist das fertig? Mal rauf. Müsste eigentlich regulieren. Gut. Dann schauen wir mal den nächsten Traktor. Sowieso Zug fahren. Das ist der K2. Den nicht. Den auch. Düngen wollten wir. Den können wir nicht düngen. Aber wir nehmen den anderen Ballenpresse. Den können wir. Den können wir eh zurückfahren. Vielleicht. Vielleicht können wir dann auch noch ein Gras mähen. Das weiß ich nicht genau. Das müssen wir abwarten. Wie gesagt.
geht, nicht geht. Und wenn es geht, dann können wir es immer mitnehmen. Die war eigentlich da mit dem Ball noch eigentlich da. Dann müssen wir den restlichen Ball einsammeln und dann können wir gleich mal einen Schwungball zu BGH machen. Dann haben wir im Frühjahr schon mal Gras gut gewachsen. Also sollten an sich ganz gut funktionieren. Ich habe das von diesem Traktor genommen, weil es einen 280 Öffel hat und der andere 260. Ja, macht so viel nicht auf, aber ein bisschen Ökonomie. Ne? Zollfahren muss ich also alle Fahrzeuge letztendlich, aber hier geht einfach so hoch, kommen wir geradeaus. Ja, wenn das bleibt auch nebenbei, wenn es irgendwann voll ist, dann voll. Die werden im Winter verkauft. Da wo am meisten geheizt wird, ne? Parken wir erstmal Richtung Waschanlage und dann machen wir die Arbeiten fertig, damit die Saat reinkriegen. Ne? Und nachher später, wenn wir Zeit haben, können wir nachher waschen und reparieren. Ich werde das mal hier so hinstellen. Dann müssen wir auch noch nebenbei. So. Wiesen nochmal drüben. Und da haben wir genug Arbeit. Ja, und eine Einstellung auf Gras. Leider vergesse ich das, das ist schlecht. Hier. Ja, unsere Schweinchen, ne? Muss man auch wieder umschlagen, es sind hier zu viele. Wir neue Vögel da, ne? Aber das soll kein Problem sein. So, der streikt. Das ist das. Ab durchs Gebüsch. Das ist die Brücke. Die Brücke macht in der Beziehung durch die geringe Arbeitsbreite den Kopf. Kann ich mir das kurz eingreifen? Dann lassen. Gut. Annehmen. Aber nicht aufsetzen. Nee. Ich könnte jetzt theoretisch an der Brücke das jetzt mal Pause betreiben, wenn wir hochkommen. Aber das könnte noch ein bisschen. Aber ich muss mal dran starten, dass wir ausfallen können. Oh, das geht aber. Das ist mal wieder. Da geht er wieder in den Kurs. Jetzt geht es. Kurs und lang. Jetzt geht es. Das sind die Probleme. Das wird man sofort hier später gemerkt. Wir müssen noch von vorne anfangen. Sonst wird es nicht.
Traktoren die vor Verband gefahren sind. Und jetzt? War alles hier auf Nullbahn. Nur gleich in anderen Kombinieren. Aber die haben mit Ballen gefressen oder irgendwie gemacht und dann wollen wir ja nicht, ne? Ja, was haben wir da? So, langsam. Ach, besser die Kohle. Die Kohle drin. Die Wind. Und die zuckerfreie Kohle schmeckt gar nichts. Weil das, die hat so einen Nachgeschmack. Ich denke, ist das dann schlimmer, als was wir Wasser trinken hier. So. Nochmal von vorne. Schauen wir, wie es aussieht. Das kann man gut erkennen hier. Dieser Knüppel da oben. Der sollte ungefähr die Spur sein. Das ist schon mal ganz anders aus. Ja, da muss man mindestens 2-3 Meter verschenken. Vor allem bei jeder Bahn. Ne? Beim Grasmäher hätte ich mich geärgert. Oh, stimmt, das da wächst ja dran. Wo normalerweise würde Unkraut wachsen. Also Unkraut ist ja in dem Sinne auch alles dabei. Ne? Beim Gras und verschiedene so, Pflanzen, die dann zurechtkommen. Mal schauen, wie er die Kurve rumkriegt. Normalerweise dürfte jetzt kein Problem mehr. Gehen wir mit dem nächsten. Dann hat er unser Futterfahrzeug. Ja. Schweine müssen ja auch noch versorgt werden nebenbei. Gute Arbeit. Aber kein Stress. Die Aussaat hat Hunde. Nicht so wichtig. Gut, die meisten die Kurve. Rückwärts gehen. So. Jetzt gehen wir auf Feld 14 und mal gleich Kontrolle machen. Ne? Der ist ja Kram. Die wird sehr erkälten hier. Benötigt Kalk. Ja, da nicht. Oh, ich hab's Arzt gekriegt. Oh, ich dachte schon. Da hätten wir noch vor kalken müssen. Wäre besser gewesen. Hinterher geht zwar auch, aber mit Einarbeiten ist besser. Dann wäre es erledigt. So, wir machen jetzt Feld Nummer 15. Wir gleich mal gucken. Hier geht schon los. Gleich mal einstellen. Und hier auf. Außer der Strich ist. Gut. Erstmal gucken wir uns okay. Machen wir mal regenerieren. So, einmal Atem kurz lassen. Dann 15, 2, nehmen wir auch 14, 5. Ich dachte schon, hätte hier zu viel weggenommen. Aber ist ja nicht so, ne? So. Denn alle Meter kann also keine Probleme oder ne? Baum, was Probleme? Warum macht Probleme? Aber nicht mehr lange. Komm vorbei. Wüste. Nur haben wir eine zweite Graswiese, das müsste aber eigentlich reichen, mal, weil wir zwei große Graswiesen. Wir hatten ja 44 und die 36. Eigentlich größer als die beiden zusammen. Und mal sehen. Bei Mais könnte man eigentlich auch Gras einsehen, weil da ist ja eigentlich von der Fruchtfolge her das nicht verkehrt. So, die beiden arbeiten erstmal und wir werden immer fleißig
weiter arbeiten hier. So. Dann war gleich mal. Ich wollte die Ballen einkippen. Ah, die Ballen. War dann richtig. Den Rest einsammeln, was da ist. Normalerweise ist jetzt abgemäht und müsste noch zwei Stufen wachsen. Ja, ich glaube, das wird das ja nicht. Und ich gerade wegen Düngen, ob das notwendig ist. Oder ob wir das dann sowieso machen, wenn wir das aussehen. So, wie ist das? Gut, schon, das soll es vor der Grüße sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ja, ne? Und so weiter und so fort. Alle ein Dank, ein super Dank an alle Abonnenten, die fleißig mal reinschauen. Und ob hier ein neuer da mal zukommt, wird sich ja, überwindet, auch zu abonnieren. Grunde, es ist kostenlos komplett. Es sind keine Verpflichtungen dabei. Ja, und also es wird also Grunde nichts abverlangt. Ne? Ja. Auch Dank dafür, wenn ich einen Fall dafür auch zu bleiben, ne? Dann zeigt mal Schuss um die Gedicke. Ciao. Und dann zur nächsten Folge. Das ist heute nochmal der Hinweis.